Was ist Waldtracht, wie entsteht sie? Wir haben ja das angeschaut. Wir haben auch ein gutes Jahr gehabt, es hat Waldtracht gehabt. Aber man sieht es halt auch nicht jedes Jahr. Dann muss man sich manchmal vielleicht ein Jahr warten, bis man die Phänomene wieder feststellt und dann die auch richtig kann werten kann. Das hier ist dann da, wo wir eben dann nicht so gern gesehen. Das ist die stark bemehlte Fichtenrindenlaus. Und die ist auch an der Rottanne, aber an der zweijährigen und dreijährigen Trieb sind so dunkelbraune Tierchen, die stark bemehlt sind, so, schon fast mit einem Wachs überzogen. Der Vorteil von dieser Laus ist, die produziert im Tag so viel Honigtau, dass ein Bienenvolk bis zu 8 Kilo Nettovorschlag hat. Der Nachteil ist, der Honig hat so viel Dreifachzucker drin, also so viel Melitzitose. Darum sagt man eben auch Melitzitose-Honig. Der kandiert in der Wabe und der ist nicht schleuderfähig. Oder? Kannst du aber als Futterwaben brauchen? Kann man als Futterwaben brauchen, aber. Ganz verkauft. Ja, Honigwaben, aber also ich habe noch nie Melitzitose-Honigwaben produziert bzw. probiert, so zu essen. Ich muss das mal machen, wenn es vielleicht gut ist. Wer weiß, wer am Markt locken, oder? Also ich kenne Imker, wo letztes Jahr dreifach. Es ist übrigens, es ist der beste Energiespender. Dreifachzuckerarten, das ist der beste, der langkettige, also das größte Potenzial von Energie, wo in einer Melitzitosezucker drin ist. Das kannst du mit nichts übertreffen. Und es geht ja vor allem in Österreich gibt es Spitzensportler, es gibt auch Imkerei, die speziell Melitzitosenhonig produzieren und nachher zweimal, dreimal die Waben quasi im Wasser aufweichen, wieder ins Volk hängen, eine zarge leere Waben oben drauf, den Honig umschaffen lassen, die Bienen, und dann das zweite Mal ist er dann schleuderfähig, oder? Weil er dann einmal mehr von den Bienen verarbeitet worden ist. Aber musst du ihn auch noch 6 bis 8 Tage musst du ihn nehmen, sonst ist schon wieder fest. Oder? Aber der wird so fest, da kannst du, wenn du den Finger drauf, da kommst du nicht mehr klebrige Finger mehr über. Der ist ja so trocken. Oder? Das ist ja reine Energie in dem Sinn. Gibt es denn auch andere Bäume, die so lösen? Nein. Also grundsätzlich ist die stark bemehlte Fichtenrindenlaus, die an der Rottanne aufsitzt, und zwar nur an der Rottanne, an der Fichte. Darum heisst sie so die Laus. Ist die einzige, die so Melitzitose produziert. Es gibt noch an den Lerchen eine Laus, die auch Melitzitose produzieren kann. Aber die Lerche ist bei uns nicht in dieser Menge vorhanden, dass wir jetzt hier Probleme hätten. Das kann es im Engadin hat es schon gegeben, dass, oder in diesen höheren Bergtälern, wo es eben viele Lerchenwälder hat, dass es mal eine Melitzitose-Tracht geben kann. Oder im Wallis gibt es auch Seitentäler, wo vielleicht einen höheren Lerchenbaumbestand haben, wo können wo können Melitzitose geben, aber in der Regel sind eben die Meereshöhen von der klimatischen Seite her kalt oder so kalt, dass sich die Läuse dort oben gar nicht optimal entwickeln. Es müssen also warme Sommer sein, bis sich so etwas gut kann entwickeln. Und auch ein Nachteil ist, da kann es gewittern und hageln und tun, die Läuse, die heben da dran, die gehen nicht so schnell weg. Das ist einfach, bis sie überaltert sind und sterben die Läuse und dann sind sie weg. Das geht etwa 3 bis 4 Wochen und dann ist vorbei, aber ein Kollege in Belp, in Bern, hat letztes Jahr und das Jahr, letztes Jahr hat er 3-mal schleudern mit so Honig drin und das Jahr 2-mal mit so Honig drin. Also hat jetzt, er hat gesagt, er hätte jetzt 5-mal trocken geübt, wie es geht, oder? Das ist einfach nicht rausgekommen. Ja. Das ist einfach dann schon, wenn's, und der Witz ist ja 20 Kilometer nebenzu, können sie wunderbar Honig schleudern. Und er hat nichts zu dem Waben aus. Du hast glaube ich auch noch Melitzitose gehabt, oder nicht? Das ist einfach das Risiko als Imker, Natur. Das ist wirklich Bio, da kann man sagen. Kommt es halt nicht auseinander. Nicht manipulierbar. Und wenn ihr ja wisst, ist ja Biene Blüten steht. Das haben wir ja ganz am Anfang mal im Video gesehen, dass ihr Biene von Äpfel zu Äpfel zu Äpfel fliegt und nicht nur einen Birnenbaum zwischen ihnen dran nimmt, sondern nur die Äpfelblüten. Und so ist es eben auch bei der Waldtracht. Also wenn sie auf den Fichten eingeflogen ist, dann ist sie auf den Fichten eingeflogen, auch wenn sie zu den Weisstannenhonigen tut. Und wir haben, im 95 hatte ich auch so ein Jahr gehabt, da habe ich gesagt, jetzt gehe ich dann mit dem Motorsägen alle Fichten fällen, dass sie einfach nur auf die Weisstannen gehen können. Weil irgendwie muss ich da noch helfen, die merken da gerne nicht ihr Glück. Aber nein, ich habe es natürlich nicht gemacht. Aber
Das ist effektiv so, solange die Honig tut und bei ihnen eingeflogen ist. Also es gibt Berufsimker in Deutschland, die abwandern mit den Bienen, eine Woche an einem Ort her und dann wieder zuwandern, in der Hoffnung, dass die Bienen sich neu einfliegen. Und in der Regel ist es so, dass sich es nachher... Weil die kommt immer vor der Weisstanne, die Rottanne. Oder? Die fängt früher an Honigen. Die Weisstanne kommt ein bisschen später. Oder? Und dann, wenn die eben darauf eingeflogen sind, dann wechselt es nicht. Oder? Und wenn sie neu anwandern und die Weisstanne dann Honigen, dann gehen sie auf die Weisstanne. Wie Bienen haben, das Bienenvolk hat am Morgen Spürbienen, die ja quasi die Umgebung abchecken, oder? Und wenn am Tag vorher eine Trachtquelle gehonigt hat, so ist der Standort noch bekannt. Man geht immer zuerst dorthin schauen, wo es letztes Mal gut war. Und erst nachher fliegt man den Rest ab, oder? Und solange die honigen und die Bienen, die gehen das auch weiter, weil in diesem Prozess sind immer wieder andere Bienen involviert, die in dieser Gruppe von diesen Spürbienen sich befinden. Oder? So, der Prozess bricht nie ab, der bleibt immer bestehen, bis effektiv einmal etwas versiegt. Also wenn jetzt die am Morgen herfliegen, sie ist nichts mehr, dann suchen sie sich etwas anderes. Wenn sie nebenzu die Weisstanne findet oder die paar Weisstanne, die dann honigen, dann gehen sie auch dort her, solange das funktioniert. Oder? Und die Informationen werden dann so weitergehen. Und darum ist einfach, solange die Honig tut, hast du keine Chance. Die Bestätigkeit ist nicht einfach nur in den einzelnen Bienen gespeichert, sondern über das ganze Volk. Ja, das ist ja zum Beispiel auch noch etwas, was man noch nicht weiss, auch wenn man sonst schon viel Tanzsprache, die ganzen Distanzen, die Bienen zurücklegen, da hat man ziemlich viel auch Gespürsinn, Geschmack. Das Gesehen, wie sieht die Biene, hat man ziemlich viel ermittelt, aber die sozialen Zusammenhänge, welche Bienen, weil das gibt ja verschiedene Bienengenerationen, die jeden Tag schlüpfen wieder, in der Saison bis 2000 Bienen pro Tag. Welche von diesen 2000 Bienen tut jetzt Spürbienen sein? Das sind nicht alle 2000, es sind ein paar wenige aus dieser Taggeneration und dann hat sie auf anderen Tagen auch noch dabei. Welche sind das und wieso? Das weiss man nicht, Gott sei Dank. Vielleicht will man es Unsinn damit machen, aber es ist effektiv die sozialen Zusammenhänge im Bienenvolk hinein. Die Königin mit dem Pheromon regiert den ganzen Staat. Es funktioniert, es ist wie überliefert, jeder weiß, was er zu tun hat, aber es ist einfach gleich nicht so logisch, wie das genau kann funktionieren kann. Weil, ja, sie schnurren ja nicht miteinander wie wir oder schreiben etwas auf. Sie haben einfach ihre Körpersprache mit Geschmackssinn, aber ja. Da kannst du 30 Jahre Bienen haben. Das verstehst du. Aber das ist ja die Faszination, das ist ja das gewisse Ungewisse, das man ja hier probiert zu erfahren. Dann haben wir hier noch. Sehen Sie da? Die Buchneria. Die grüne Tannenhoniglaus. Das sind unsere Goldzäpfel, die man in der Weisstanne drin hat. Ja, ist es so. Das ist, das Jahr ist die. Sehr ausgeprägt, während zweieinhalb, knapp drei Wochen war sie wirkungsvoll, gewesen, bis das Wetter einfach da umgeschlagen hat. Aber die hat uns ein paar Kilo von dieser dunklen, goldigen, klebrigen Soße beschert. He? Abdeckeln haben wir gesehen, kann man so machen, mittlerweile haben wir es ein bisschen umgestellt. Dann wieder Bienenpflege, nicht vergessen. Zu dieser Zeit, wenn Waben auf dem Volk sind, wo man Honig produzieren, gibt es keinen Einsatz von irgendwelchen Mitteln. Das ist einfach eine ganz klare Situation. Ihr produziert das Lebensmittel und in dieser Zeit, wenn das Behältnis für das Lebensmittel, sprich die Honigwaben auf dem Volk sind, gibt es keinen Einsatz von Bivital, von Ameisensäure, von irgendetwas. Auch nicht von Thymol, sondern nur, dann tun wir Honig produzieren und wenn die Waben nicht drauf sind, dann können wir andere Eingriffe machen. Geht's mit? Lesen. Die Schriftfarbe ist wieder hier im Bildschirm, sieht es anders aus, aber ich muss. Also das Ding muss es noch ein bisschen, der Präsentationsmodus muss ich noch verfeinern und dann kommt es dann schon zu klappen. Also das heisst, wir tun im Frühling nach dem Reinigungsflug einmal Bivital träufeln. Wir haben die Möglichkeit, vor dem Aufsetzen vom ersten Honigraum im Verlauf vom April nochmal ein Jahr zu setzen, wenn es notwendig ist. Was eigentlich mit einem ordentlichen Ablauf der Behandlungsmethode im Jahr vorher nicht muss sein. Aber ja, wenn ihr stellt fest, es hat mehr Milben drin, bedingt, wenn ihr wieder mal die Schubladen noch nie tun und schaut,
weder ein anderes Volk können das träufeln. Dann ist Honigproduktionszeit und Ende Juli, wenn er abrummt, dann könnt ihr einmal träufeln. Nachher haben wir ja die Hauptbehandlungszeit, wo wir gezeigt haben mit Apigat, Thymolgel. Und nachher Oktober, und letzten Herbst haben wir ja September, Oktober, November, Dezember, haben wir also bis zu viermal eingesetzt, je nach Standort, je nach Druck, den wir hatten. Die letzte Träufelung ist die im blutfreien Zustand. Das ist meistens Ende November, erste Hälfte Dezember, in dieser Jahreszeit ungefähr. Man kann im Vorfeld kann man die Unterlage einschieben, man kann sie eine Woche lang drin lassen, man kann es beobachten. Theoretisch sollte der Durchschnitt nicht mehr wie eine tote Milbe pro Tag als Totenfall drauf haben. Ich empfehle, alle Völker zu behandeln, weil die Woche später kann der Totenfall wieder verändert sein. Vielleicht ist er dann höher oder tiefer, je nachdem. Und dann hat die Wirkung von dieser Träufelung eine Wirkungsdauer von ca. 28 Tagen. Also in dieser Zeit werden auch vermehrt Milben runterkommen. Und wenn dann halt nach 20 Tagen noch 2, 3, 4 im Tag oben runterkommen, spielt das keine Rolle, weil sie keien. Das ist das Wichtigste. Zu dieser Jahreszeit haben wir auch kein Brut mehr drin, also haben keine Vermehrungsmöglichkeit mehr und alles, was runtergeht, ist unten. Und das Ziel ist wirklich, den Druck von Milben oder den Pool von Milben so tief wie möglich zu bringen. Aber es gibt keine hundertprozentige Behandlungsmethode. Also eine hundertprozentige Erfolgsquote bei der Behandlungsmethode, so muss ich sagen. Ihr könnt schon hundertprozentige Behandlungsmethoden anwenden, aber einen Behandlungserfolg, der 100% ist, gibt es einfach nicht. Es wird immer ein paar Milben haben, die überleben und noch nicht erreichen. Und dementsprechend müssen wir halt jedes Jahr wieder von vorne an die Säcke. Also du hast jetzt momentan, egal wie viele Milben das drunter hast, alle 5-mal machen. Also alle 5-mal die machen. Also, egal, also eben momentan, eben, weil wir noch nicht sicher gehen, was spannend zu. Ich würde jetzt einen Reinigungsflug machen. Du machst vielleicht sogar noch mehr, wieder 60 sogar noch. Ja. Du machst jetzt einen Reinigungsflug, nach dem Reinigungsflug eine. Dann machst du, zur Sicherheit kannst du eine machen im Verlauf des April, bevor du den Honigurum aufsetzt. Muss aber nicht sein, wenn zum Beispiel nach der, weißt du, wenn du jetzt bei der Februar- oder März-Aktion die Unterlage nicht tust und schaust, keit noch etwas, oder? Also das ist nicht noch 28 Tage? Ja, nein, ja. Beim Behandeln. Beim Behandeln? Ja, wenn du behandelst, tust du die Unterlage und schaust, dass es nach einer Woche oben runterkommt. Okay. Das ist ja dann, also dann setzt die Behandlung an, oder? Nach etwa 4 Tagen zieht sie an und dann hast du, die ersten paar Tage hast du den höchsten Fall und dann fängt der wieder langsam an abflachen, oder? Du lässt die Unterlage beim Behandeln 7 bis 10 Tage drin, ziehst sie raus, schaust, was es drauf hat. Wenn es dann 200 Milben drauf hat, dann machst du im April nur eine. Wenn es nur 7 oder 8 Milben drauf hat, kannst du darauf verzichten. Oder? Das ist einfach so die Interpretation, aber die ist jedes Jahr anders. Es gibt keine Maßstabelle, das ist das Verrückte. Es sind so Zeitfenster, wo wir Möglichkeiten haben und nachher gibt es eine Beurteilung vom System oder vom ganzen Ergebnis. Und dann musst du dementsprechend weiterarbeiten oder anders dich verhalten. Aber der Vorteil von Bivital ist, du kannst eigentlich nichts falsch machen. Also wenn jetzt du im April nochmal eine Behandlung machst, schadet es den Bienen nicht. Wenn es noch Milben hat, dann hast du die weg, aber du kannst in dem Sinne keinen Schaden zuführen. Oder? Und dann geht es einfach darum, dass in der Zeit von der Honigproduktion die Honigqualität nicht darf mit anderen Mitteln beeinflusst werden. Darum darf der dann keinen einsetzen. Und nachher im Juli, wenn er abräumen könnt, ihr wieder das erste Mal treffen. Und dann Sommerbehandlung, Langzeitbehandlung und nachher je nach Jahreszeit. Letztes Jahr ist jetzt halt viel mehr Aufwand müssen betrieben werden, weil einfach der Herbst so lang gegangen ist. Oder? Normalfall ist Mitte September, Ende September, wie die Temperaturkurve geht, aber im Oktober sind schon kalte Tage, die ersten Fröste. Nach dem ersten Frost geht es 3 Wochen, dann sind die Bienen brutfrei. Und das Jahr hat das überhaupt nicht gestimmt. Oder? Also der Winter in dem Sinne. Kannst du dann für die Dezemberbehandlung würdest du dann dort schauen, ob es blutfrei sind? Du kannst das auch wieder aufgrund von optischen Sachen beurteilen. Du kannst einmal den Deckel öffnen und schauen, ist es kalt auf dem Volk? Hat es Kondenswasser an Plastik?
ist das Volk zu einer engen Wintertraube zusammengezogen oder sitzt es noch relativ lose? Das sind alles so Aspekte, die du kannst in Erwägung ziehen kannst, um einfach eine oberflächliche Beurteilung zu machen, ist das Volk blutfrei. Und im Zweifelsfall kannst du eine Wabe ziehen aus dem Zentrum. Aber mache ich schon ein paar Jahre nicht mehr. Ich habe das Jahr, also mache ich nicht mehr. Ich habe auch diesen Winter bei ein, zwei Völkern, weil mir einfach der Wunder gestochen hat, habe ich es gemacht und geschaut, es sind blutfrei gewesen, oder? Es ist eine Bestätigung schlussendlich, oder? Aber es ist natürlich auch Stress für das Bienenvolk, wenn ihr zu dieser Zeit da geht, den Wintersitz verzehren. Oder? Ihr solltet dann nur mit einfachen Methoden arbeiten und nicht. Ja, ganze Völker im Dezember rausnehmen. Ist grundsätzlich immer das Zeichen, dass es brüht? Der Polleneintrag tut die Brut verursachen. Also der frische Eiweiß, der hier kommt, das tut eigentlich Animation geben für die Königin, dass Eier abgelegt werden. Aber es muss nicht sein nach einem Tag. Also, es hat vielleicht Völker gehabt, die jetzt ganz. Also im Normalfall fangen sie im Verlauf Mitte, Ende Januar, Anfang Februar fangen sie an mit kleinsten Brutkreis. Oder? Und dann werden die ganz langsam grösser. Dann kommt es ja darauf an, wie der Restpollen vor Ort dass noch vorhanden ist, dass man die Brut mit Eiweiß füttern kann. Weil wenn keine Flugtage sind, dann kommt kein frisches Material hin. Und zu dieser Jahreszeit sagt die Königin, du, ich gehe noch zwei Wochen in die Ferien, könnt mir ein bisschen blasen. Also, so Wetter ist nichts mit Brut. He? Daumen runter. Feierabend. Also, so kann es aussehen, wenn er zum Beispiel Ende Juli nach einer Sommerphase einmal getreifelt hat, dann hat das etwa 3'000 bis 4'000 Milben auf dieser Unterlage. Und die Situation ist ja so, dass wir vor mittlerweile 25 Jahren sind ja die Milben in die Schweiz eingeführt worden, beziehungsweise durch die Vermehrung der Milben, einfach auch durch den Transport der Völker, hat man das eingeschleicht. Das hat sich dann langsam in der Schweiz etabliert. Es ist noch lange gegangen, bis das Hintersteckli vom Bündnerland und das Untersteckli vom Wallis, vom Mattertal und vom Goms, bis die Varroa hatten. Das ist 5-6 Jahre länger gegangen. Das waren auch immer die Sperrgebiete. Aber rundum in der Mittellandzone, also der Gürtel rundum, ist es relativ schnell befallen gewesen. Es hat dann Zeiten gegeben vor 15 Jahren, 20 Jahren, wo ein Bienenvolk 20'000 Milben hatte und überlebt hat, ohne Probleme. Mittlerweile ist es so, dass ja verschiedene Virulenzen, also die Virusinfektionen, wo man ein paar kann unterscheiden oder ein paar bekannt sind von denen, wo zusätzlich zu der Varroa-Milben eben sogenannte Sekundärinfektionen gehen. Also primär ist die Varroa, wo Blutzuge tut, wo das Bienen ansticht und quasi Blut abzapft, oder? Und sekundär tut sich auf deren Einbissstelle von dieser Milbe ein Virus festsetzen, das dann wie eine Infektion oder eine Blutvergiftung eine Immunschwäche eigentlich verursacht. Es gibt heute derige, die sagen, das ist AIDS von der Bienen oder MS bei der Bienen. So etwas in dem Sinne. Es tut einfach das zentrale Nervensystem bei den Bienen schädigen. Und je mehr Virusanteile das auf diesen Milben drauf sind, desto höher ist die Infektion, desto grösser ist schlussendlich ein Schaden. Mittlerweile ist es auch so, dass zum Beispiel in Italien ohne Völker zusammenbrechen, wenn sie mehr als 2'000 Milben haben, durch die Viren, die in den Völkern sind. Und bei uns wird es auch so rauskommen, dass der Druck von Viren nimmt immer mehr zu und der Druck von Milben muss gerne nicht mehr so gross sein, damit der Schaden anfängt. Das Problem ist einfach, ich sehe den Schaden erst, wenn er da ist. Ich kann es nicht früher noch feststellen, ich kann die Viren nicht messen. Ich kann es nicht kontrollieren, sondern es ist einfach ein unsichtbares Problem, das mit den Milben da ist. Und darum müssen wir eine Betriebsweise uns aneignen, die eigentlich eine sukzessive Milbenreduktion während dem ganzen Jahr beinhaltet. Das heisst, das Bivital als Instrument, betriebsweise als Werkzeug, jede Brutwabe mit Bienen, die wir dem Volk im Sommer wegnehmen, nehmen wir einen Teil Milben mit, wo der Druck vom Volk abflacht. Und mit dem System in Kombination können wir uns eben auch über Wasser behalten mit dieser ganzen Problematik. Und wenn wir gerne nichts machen und die Varroa-Population ungehindert sich entwickeln, geht das also so eine steile Kurve. Haben wir das letzte Mal auf der Folie angeschaut und irgendwann ist der Zenit erreicht, wo die Schadenschwelle anfängt. Und das geht dann nachher vielleicht
3 Wochen und dann ist das Volk tot. Das geht sehr schnell, oder? Viren, also bei den Fieberblattern ist es bei mir auch so, die kommen über, wenn es sonst schon geschwächt wird oder schlecht wird oder so. Genau. Und du hast, und da hast du den Virus Herpes, hast du immer in dir, entweder hast du ihn oder hast du ihn nicht. Ja, die ja. Bei den Bienen ist es einfach so, dass der Virus im Volk vorhanden kann sein, ohne dass er negativen Schaden nimmt. Und zwar, wenn er durch orale Aufnahme, durch Futteraustausch aufgenommen wird, dann ist er nicht im Blutsystem, sondern ist er im Verdauungssystem drin und dann nimmt er aber nicht so viel Schaden an. Weil, ihr kennt ja das Instrument da, wie heisst das da hinten da bei den Bienen? Zwischen dem Honigmagen und dem Verdauungstrakt hinten. Der Darm, da ist der Honigmagen. Und da hinten hat es so eine Weiche drin, wie heisst das? Haben wir ein paar Mal erwähnt. Der Ventiltrichter. Ja. In dem Ventiltrichter wird ja alles Schädliche rausgefiltert. Dass das nicht quasi ins System kommt. Und der Überschuss wird ausgeschieden, was verwertet ist. Oder? Und der Ventiltrichter hilft eigentlich den Bienen, sich zu entgiften. Auch Umweltgift, das sie zum Teil aufnehmen. Ein Großteil wird über den Ventiltrichter rausgefiltert. Und das ist auch bei der Virenbelastung, die oral aufgenommen wird. Aber wenn dort die Einbissstelle von der Milbe, und Milbe beißen ja in dem Bereich von der Schuppe, von der Bauchschuppe, dort wo die Wachsdrüsen drin sitzen, da schläufen sie unten rein und da gehen sie, da 17, das ist das Wachsdrüsensystem und da innen ist auch das Lymphdrüsensystem, da hocken sie und zwicken dort die. Und dort innen sitzen nachher Milben mit Viren, gehen die Viren dort hin und wenn das im zentralen System innen ist, dann geht das sehr schnell, dann ist der Schaden eben da. Und die Vermehrung der Viren über das Infektionssystem ist auch viel grösser, weil es keinen natürlichen Filter mit rein hat. Oder? Gut, Fütterung. Das war vor etwa 20 Jahren. Ungefähr. Ja, da hatte ich ein bisschen mehr Haar. Noch ein bisschen mega, da bin ich auch. Ende Juli, 2/3 vom Winterfutter, zügig, 1-2 Mal gehen. Die Varroa-Bekämpfung mit Abigab 4-6 Wochen und ab dem 10. September die Restfuttermenge individuell abschätzen und verabreichen. Das ist eigentlich ein ganz einfaches System, das sehr gut funktioniert, das wir jetzt in den letzten Jahren so entwickelt haben und auch ein bisschen ausgereift haben, dass das wirklich funktioniert. Stressfrei für die Bienen und für den Imker. Nicht täglich mit einem Liter, Liter Zuckerwasser futtern, sondern wir haben ja ein grosses Geschirr oben drauf und ein relativ feldables Füllvolumen hat. Nutzt das aus und dann ja. Den Rest machen die Bienen. Das ist das Müllrütti hinten auf einem Standplatz, den wir früher noch hatten. Abigard, haben wir gesagt. Direkt nach dieser Auffütterungsphase, Ende Juli, die erste Schale 3, nach 2 Wochen die zweite Schale nachreichen. Wenn die erste Schale hier noch ein bisschen Reste hat, kann man den Rest in die zweite Schale reinfallen. Wenn sie leer ist, nimmt man sie raus und tut die zweite drauf. Wichtig ist der Trommelraum. Im Apimedi-Magazin haben wir im Deckelholraum eigentlich die optimale Größe. Ihr könnt es auch mit einem Distanzring noch, wenn ihr jetzt Futter sagen wollt, zusätzlich verwenden, mit dem Distanzring die optimale Höhe erreichen. Die Futter sagen bleibt in dem. Die bleibt drauf. Ja. Das macht nichts. Also jetzt hast du sie runtergenommen, hast du sie noch drauf? Eben, so weißt du schon. Gut. Dann noch wichtig. Völker nur einwintern, wenn sie genügend Stärke haben. Also ein Volk sollte 4 Wabengassen besetzen. Also sagen jetzt ein normales Volk, ein junges Volk darf auch weniger besetzen. Weil das war ja in einer Aufbauentwicklung gewesen, aber ein grosses Volk, das ihr eigentlich aus dem Sommer... Also die Völker, die ihr jetzt dieses Jahr aufbaut, als Wirtschaftsvölker und dann einwintert im 12. im September, Oktober rein, die sollten mindestens 4 Wabengasser im Oktober setzen.
mit Bienen. Das sind ungefähr 6'000 Bienen. Plus, minus. Und das ist dann etwas, wo, ja, so kann es aussehen, wenn es aber nicht gut ist. Das sind Bienennymphen. Ihr seht hier verkrüppelte Flügel. Deformationsvirus. Da haben wir Milben in allen Variationen. Das sind geschlechtsreife Milben. Die sind dunkel ausgefärbt. Das ist ein Männchen. Eine männliche Milbe. Und das sind also die sind nicht geschlechtsreif, weil sie nicht fertig ausgereift sind. Da hat es zum Teil, hier, schaut mal noch. 1, 2, 3, 4, da hat es zum Teil 10 bis 15 Milben auf einer Blutzelle drauf gehabt. Das ist dann eine Varroa-Bekämpfung, die eben nicht stattgefunden hat. Bei einem Imker, der einfach das Gefühl hatte, ja, das geht schon. Und das ist dann der Überschuss, der noch übrig bleibt. Und das grösste Problem ist, die Völker werden schlussendlich ausgeraubt von gesunden Völkern, die in der Umgebung stehen. Da sind unter Umständen auch ihre Amit dabei. Und dann holen sie die ganze Milbe wieder retour, die wir mit mühsamer Arbeit bekämpft haben. Da haben wir also in relativ kurzer Zeit, das geht ein, zwei Wochen, können wir also einen Eintrag von bis zu 2000 Milben haben, wo im September, Oktober wieder in die Völker reinkommt. Darum ist wichtig, dass man nebst den eigenen Völkern auch die Umgebung kontrolliert, was macht der andere Imker, und im Gespräch versucht herauszufinden, ob er auch behandelt, beziehungsweise animiert dazu, dass er mitbehandelt zur gleichen Zeit. Und dann haben wir das Optimum erreicht. Früher, wo die Varroamilbe eine anzeigepflichtige Krankheit war, ist vom Inspektor das Bekämpfungsmittel abgegeben und wieder eingesammelt worden. Und es ist auch stichprobenartig kontrolliert worden, dass alle Imker zur gleichen Zeit Bekämpfung gemacht haben. Und da haben wir viel weniger Probleme gehabt. Und in den heutigen Jahren, das ist steuertechnisch, also der Bund hat das gezahlt, oder? Und jetzt ist es keine anzeigepflichtige Krankheit mehr, also der Imker ist in der Eigenverantwortung, der Kanton, der Bund muss nichts mehr daher zahlen. Finanziell haben sie sich aus der Verantwortung gezogen und seitdem haben wir ein Problem, weil jeder macht, was er will. Ja, aber wenn es freiwillig ist, kannst du eben gerne nichts vorschreiben. Also kontinuierliche Bienenpflege, den Varroa-Druck vermindern, man kann mit Zucht- und Jungvolkbildung und eventuell auch Drohnenbrut schneiden, was wir jetzt in unserem Betrieb nicht machen, weil es müsste eben noch 2000 Hühner zutun, die uns die Drohnenbrut noch wegpicken. Das habe ich eben nicht. Mit dem kann man die Varroa-Population auf natürlichem Weg reduzieren, Bivital als Pflegemittel und das Apigat als Hauptbekämpfungsmittel. Wichtig ist auch, dass nie Futterknappheit ist. Die Völker sollen immer guten Vorrat haben. Wenn es in der Saison kein Futter mit rein hat und von außen nichts mehr kommt, dann nimmt man die Honigwappen weg und dann tut man halt den Entscheid treffen, futtern und dann gibt es keinen Honig mehr in diesem Jahr. Oder man kann einen Ort haben, wo es eben Nektar oder Honigtau hat, wo die Bienen sich verproviantieren können und so überleben. Aber ohne geht es nicht. Also wenn irgendwo der Rest Honig weggefressen ist, dann muss das Volk, dann muss man schauen. Und dann hat man eben vielleicht im Frühling die 2-3 Reservefutterwaben, die man dort mal rausgenommen hat, man hat sie dann aufgeschrieben. Die kann man dann zur Not noch mal überbrücken. So eine Futterwabe, wenn sie ganz voll ist, hat etwa 1,5 bis 1,7 Kilo Futter drin. Und wenn im Tag ein Volk etwa 350-400 Gramm vielleicht verzehrt im Maximalen, so langt so eine Wabe eine knappe Woche. Wenn ihr 3 habt, langt es 2 Wochen, sage ich jetzt. Aber dann ist Matteo am letzten. Und dann müsst ihr auch wirklich, dann müsst ihr auch entscheiden, aber umfuttern, dann ist der Waldhonig erledigt. Oder sonst muss etwas hinkommen. Und darum solltet ihr auch bei der Blütenhonig Ernte nicht zu aggressiv schleudern, sondern den Rest Honig im Volk hineinlassen. Eigenvorrat heisst das Thema. Und da geht es auch wieder Imker, die einfach ohne Rücksicht auf Verluste, da wird jedes Gramm wird rausgekloppen. Sie tun sich ja dann selber versorgen, aber das ist nicht der richtige Weg. Weil für mich sind vitale Bienen auch Bienen mit einem eigenen natürlichen Vorrat. Und dann ist die Natur wirklich komplett. Stressfreie, zeitige Varroa-Bekämpfung, ab, G,
angepasste Bienenpflege im Herbst, konsequente Winterbehandlung bei allen Völkern. Das ist auch das Thema. Einfach wirklich nicht individualisieren. Der hat nicht so viel Totenfall, der hat ein bisschen mehr, das mache ich den nicht. Machen alle durch, dann sind wir konsequent und haben nichts. Keine möglichen Fehler, die noch auftreten könnten. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2012, in der Bienensaison, ein gutes Gelingen. He? Das wäre so der Tag gewesen, den ich euch gerne auf den Weg geben würde. Gut. Haben wir noch Fragen? Kommen wir das ganze Jahr durch? Ja, also eben. Wir sind zu Oberhelfenschwil daheim. Übrigens, was ich euch noch sagen kann, ist, oder wir warten noch schnell, bis da. Eben. Ah, die gehen nicht kaputt. Nein. Das Futter, das die Bienen eingelagert und verdeckelt haben, ist wie natürlicher Honig. Das ist luftdicht verpackt und konserviert. Der Wassergehalt im Futter ist wie der Nektar auch auf 18% abgedrosselt. Das Futter ist fertig invertiert, also sprich die haltbaren Frucht-Traubenzucker-Kombinationen sind hergestellt. Und das heisst, da kannst du 10 Jahre behalten. Im Extremfall, ja. Also, wir haben nie so lange so Waben, aber im Extremfall könntest du schon Futterwaben 10 Jahre behalten. Solange es nicht irgendwo in einem nassen Keller sollte einfach trocken, leicht geschützt und nicht zu warm sein, dort wo es lagert. Und was er halt auch müsst, ist vor Wachsmottenfraß, wenn er so Waben lagert. Dass er sie einfach so lagert, dass nicht die Wachsmotten dahinter gehen. Ja, schön, lassen wir sie fliegen. He? Das Bei. Das Imbeli. Und wie sie alle sagen in der Schweiz. He? Wie sagst du auch Imbeli, oder? Die Imbe. Die Ime. Biene. Bili. Schon speziell, dass man für so ein kleines Tier 26 verschiedene Dialektformen vom Namen hat. Nur im Deutschen? Ja. Nein, das ist Sprache, das nicht. Genau.